Hi und herzlich willkommen zum Minimalismus-Vlog Nummer 5. Gestern bei der großen Umräumaktion kam mir ja die tolle Idee, dass ich meine Unterlagen vielleicht auch mal ausmisten sollte bzw. sortieren sollte, und das mache ich heute. Ich habe die betreffenden Ordner schon hier hinter mir gestapelt auf dem Tisch. Hinter diesen Ordnern befindet sich nochmal ein Stapel voller losen Unterlagen. Offensichtlich bin ich sehr nachlässig mit meiner Unterlagenablage. Deswegen ist es dringend notwendig, dass ich mich da dem heute mal widme, und das mache ich jetzt, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da auch einiges an Unterlagen auch entsorgt werden können, weil die wahrscheinlich schon Jahre alt sind, und ich bin auch gespannt, was sich so dazwischen befindet. Also alles in allem ist das heute auch eine notwendige Aufgabe, und deswegen lege ich jetzt sofort mal los. Und das hier sind die beiden traurigen Stapel, und diese Ordner hier will ich auflösen, also zumindest diese schwarzen Ordner, die sind nämlich wirklich schon sehr, sehr alt, und da befinden sich garantiert viele Unterlagen, die dann entsorgt werden können. Und das hier ist der neue Ordner von Christian und mir gemeinsam, was alles so die Wohnung betrifft. Da muss ich also eigentlich nicht mehr viel machen, außer vielleicht eben etwaige lose Blätter dort einheften, die dazugehören. Und ja, aber ich glaube, ich mache erstmal so unterschiedliche Stapel und sortiere erstmal in Uni, Wohnung, Rechnungen, die nur mich betreffen, und dann gucke ich mal. Und ich habe mal hier alle meine Krankenscheine aufgehoben von vor, keine Ahnung, über 5 Jahren. Keine Ahnung warum. Ich habe hier gerade meine Zulassung gefunden für die Humboldt-Universität zu Berlin. Ich habe das Studium tatsächlich nicht angetreten, weil ich dann nach Köln gezogen bin und jetzt an der Kölner Universität studiere. Ich wollte eigentlich früher immer zur Humboldt-Universität, und ja, dann habe ich 2012 eine Zulassung erhalten und bin gar nicht hingegangen. Das war damals auch für Deutsch und für Englisch. Allerdings Deutsch als Kernfach und Englisch als Zweitfach. Jetzt studiere ich ja einen Zweifach-Bachelor, das heißt zwei Hauptfächer. Bin jetzt auch kurz vorm Abschluss. Ich bereue das auch nicht, denn wäre ich nicht nach Köln gezogen, würde ich heute auch nicht mit dem Christian wahrscheinlich zusammen sein. Von daher ist alles richtig so, wie es gekommen ist. Und wer weiß, vielleicht studiere ich ja irgendwann mal und mache meinen Doktor oder so an der Humboldt-Universität. Es ist ja nichts ausgeschlossen, ne, in diesem Leben. Kommt immer anders, als man denkt. Ich habe gerade festgestellt, ich habe mich an mehreren Unis beworben. Ich habe das irgendwie schon wieder total vergessen. Ich habe nämlich gerade hier den Zulassungsbescheid von der Universität Leipzig. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich habe mich an mehreren Unis beworben. Also so eigentlich in ganz Deutschland. Weil ich damals gerade aus Australien wiederkam und einen Neuanfang starten wollte und nicht so richtig wusste, wohin. Und deswegen habe ich mich an allen größeren Unis in ganz Deutschland beworben. Ich glaube, ich hatte auch Sorge, dass ich keinen Platz bekomme. Aber tatsächlich gab es da mehrere Zulassungen. Und ich finde die gerade alle und fand das gerade ein bisschen lustig. Ich habe das total vergessen. Man könnte mir tatsächlich unterstellen, ich hätte Zulassungsbescheide gesammelt. Ich habe hier noch Braunschweig gefunden und Hannover. Ja, ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte wirklich sehr Angst, dass ich nicht angenommen werde. Auf jeden Fall ist das gerade ganz lustig zu sehen. Und hier ist auch die für Köln. Ja, andere sammeln Briefmarken, ich sammle Zulassungsbescheide. Nicht. Jetzt habe ich hier mal was richtig Cooles gefunden. Nicht solche offiziellen Sachen, nein. Jetzt sind hier ganz viele Briefe aus der Oberstufe zum Vorschein gekommen. Und ja, wie man sieht, ich war ganz großer Backstreet Boys Fan. Ist mir auch überhaupt gar nicht peinlich, aber ja, so hat jeder seine Phasen gehabt. Und ich freue mich gerade total, dass ich die alle abgeheftet habe. Ich habe nämlich mit sehr vielen aus meiner Klasse immer regelmäßig Briefchen geschrieben.
Aber die gehe ich jetzt nicht alle durch, weil ich glaube, ich behalte die einfach so, wie die sind. Das ist eine schöne Erinnerung. Und außerdem, wenn ich jetzt damit anfange, dann sitze ich wahrscheinlich noch mindestens die ganze Nacht. Und wieder ein Ordnerregal. Sehr gut. Ich habe gerade schon wieder was Witziges entdeckt. Ich habe nämlich neben meinem ersten Studium als Golfcaddy-Fahrerin gearbeitet, unter anderem. Und hier hat mir die Chefin persönlich geschrieben, dass ich das sehr gut gemacht habe. Und ich habe mich gerade nochmal total gefreut, dass ich Golfcaddy gefahren bin. Das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch einer meiner witzigsten Jobs, die ich so bisher gemacht habe. Nach ungefähr 4 Stunden Unterlagen durchsichten, ausmisten, wegschmeißen, sortieren und neu abheften ist das hier meine Ausbeute sozusagen. Ich finde, das ist echt eine ganz schöne Menge. Und ehrlich gesagt bin ich irgendwie viel kaputter als gestern, als ich diese große Umräumaktion mit Regale umherschieben und so weiter gestartet habe. Aber wie dem auch sei, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Unterlagen jetzt endlich mal sortiert habe und auch alle mal durchgesehen habe und vor allem veraltete Sachen weggeschmissen habe. Ich habe das ziemlich lange vor mir hergeschoben, wenn ich ehrlich bin, weil ich wusste, dass das keine Aktion von ein paar Stunden sein wird, sondern eigentlich eine halbe Tagesaufgabe tatsächlich. Und umso mehr habe ich mir auch vorgenommen, dass ich jetzt zukünftig etwas schneller diese Unterlagenablage mache. Auf jeden Fall sollte man sich regelmäßig alle Unterlagen mal angucken, damit sich das eben nicht so anhäuft und man nach ein paar Jahren eben so viel durchgucken muss. Als ich vor 5 Jahren nach Köln gezogen bin, bin ich schon mal so grob die Unterlagen durchgegangen, aber da war ich noch weniger rigoros. Heute weiß ich, was man aufheben muss und was man getrost wegschmeißen kann. Beziehungsweise in den 5 Jahren sind halt auch viele Unterlagen nichtig geworden und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich aus vorher 6 Ordner nur noch 4 Ordner gemacht habe, also 2 komplette Ordner konnte ich leer machen und das ist auf jeden Fall ein sehr ordentliches Ergebnis, wie ich finde. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, von wem ich am meisten Briefe bekomme und zwar sind das meine Verdienstbescheinigungen von meinen Arbeitsstellen. Und auch die Krankenkassen verschicken sehr, sehr gerne Briefe, habe ich das Gefühl. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie interessant zu entdecken. Und ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht guckt ihr mal, ob ihr irgendwelche Unterlagen aussortieren könnt. Aber achtet bitte ganz genau darauf, dass es keine wichtigen Unterlagen sind, die ihr dann wegschmeißt. Und ansonsten wünsche ich euch noch wie immer einen schönen Tag. Ich freue mich auf das morgige Video. Bis dahin. Tschüss. Willkommen zur Minimalismus-Challenge. Video-Vlog Nummer 5.